Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist wieder der Tag der Tage. Und die Patchnotes sind da. Und was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen sind wirklich viele schöne Sachen dabei. Manche Sachen, wo ich sage, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ist okay. Und da gibt's eine Sache, wo ich mir nur denke, Wargaming, was soll der Blödsinn? Was soll der Blödsinn? Wo sind wir hier nur gelandet? Aber mal in aller Ruhe, wir fangen einfach mal vorne an. My Update, das galoppierende Seepferdchen. Begrüßt das neue Update, Kapitäne, es bringt uns eine ganze Reihe neuer Inhalte, darunter ein ganz besonderes Feature. Und dieses besondere Feature, Freunde, finde ich völliger Müll. Schauen wir uns alles an. Ihr haltet nicht viel von langen Texten, kein Problem, hier die Kurzfassung. Paneuropäische Zerstörer sind im Early Access mit zwei neuen Kapitänen verfügbar. Der Feldzug Back to Belfast ist mit dem britischen Stufe 7 Premium-Kreuzer Belfast 43 als endgültige Belohnung da. Yeah! Frühere Kollaborationsinhalte einschließlich Azur Lane sind wieder für eine begrenzte Zeit verfügbar, aber nicht alles, Freunde, das werde ich euch gleich in aller Ruhe zeigen. Die erste Version der Auktion mit exklusiven Gütern ist da, genau das ist das Problem, ich will mich mal nicht im Ton vergreifen. Drei Arena Seasons warten und noch vieles, vieles mehr. Also, fangen wir mal vorne an. Paneuropäische Zerstörer im Vorabzugang plus starkes Comeback oder und starkes Comeback. Ein neuer Zweig paneuropäische Zerstörer kommt zu Legends jetzt im Early Access verfügbar. Der Zweig besteht aus 6 neuen Zerstörern und einem Kreuzer, der wie gewohnt den Einstiegspunkt im Forschungsbaum darstellt. Sowohl Stufe 1 Grift als auch Stufe 2 Romulus können für Creditpunkte freigeschaltet werden. Stufe 7 Öster Götland wird die Reihe der Zerstörer mit dem nächsten Update verstärken, womit der Zweig dann vollständig erforschbar wird. Ich muss hier leider an der Seite ein bisschen runter machen, weil sonst wird das nämlich langsam immer so ein bisschen zu schnell. Die Zerstörer brauchen keinen Nebelerzeuger und verlassen sich stattdessen auf Geschwindigkeit und starke Bewaffnung sowie auf das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft auf höheren Stufen. Um die neuen Schiffe zu erhalten, müsst ihr ein paar große und normale Kisten paneuropäische Zerstörer erwerben. Die großen Kisten nutzen das Garantiesystem und bringen ein Markenzeichen der paneuropäischen Marine mit. Stufe 7 Friesland, das schnell feuernde Kanonenboot, bereit für eure Befehle. Außerdem wird das Schiff für globale EXP verfügbar sein. Also Freunde, ihr könnt sie euch entweder für 750.000 globale EP holen oder ihr holt euch ein paar Kisten und hofft drauf, dass ihr sie eventuell zieht. Aber das ist nicht das einzige Comeback auf das, was wir uns vorbereitet haben. Blitzkawitzka wird auch wieder verfügbar sein. Ich verstehe eh nicht, warum die Blitzkawitzka immer so selten kommt. Ich verstehe es nicht. Das Ding ist jetzt nicht übertrieben stark oder sowas. Es ist wirklich ein grundsolider DD, aber jetzt halt auch nicht so einer, der jetzt, ja, übertrieben glänzt. Ne? Also deswegen habe ich nie verstanden, warum man sie immer nur so selten zeigt. Hier nochmal ein Sternchen. Ihr erhaltet ein Early Access Schiff Stufe 3 bis 6 in mindestens jeder geöffneten 20. großen Kiste. Paneuropäische Zerstörer für Friesland sind es 30. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, das ist wirklich fair. Also hier muss ich einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich so, ja, ein bisschen auf die neuen DDs. Ich habe mir jetzt mal ein paar Videos von den PC-Kollegen angeguckt gehabt und es ist eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also sie haben wirklich eine sehr krasse Reichweite mit den Torpedos. Man spielt sie auch wieder hauptsächlich mit Torpedos. Sie haben zwar doch relativ gute Guns, aber einen ziemlich bescheidenen Schadensoutput, was die Guns angeht. Ja, und ich brauche keine weiteren Torpedoboote, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da einfach kein Fan von. Ich dachte jetzt mal hier, kommen richtig reinrassige Gun-DDs. Ja, im Großen und Ganzen ist das eigentlich den französischen Zerstörern Ähnlichkeit. Nur, dass sie halt jetzt hier auch noch einen Heal haben, ne? Aber nur auf den hohen Stufen. Ich denke mal, 6 und 7 wird das sein. Ein weiterer paneuropäischer Zerstörer ist das neue Premium-Schiff Öland der Stufe 6, das ab dem 23. Mai erhältlich ist. Wenn ihr mehr über das Schiff erfahren wollt, schaut in den Abschnitt Neue Schiffe in diesem Update und haltet Ausschau nach dem Blogbeitrag Der Blick durch das Fernrohr. Ich verstehe nicht, wie die immer auf solche Sätze kommen, ne? Oder beziehungsweise auf solche Titel, der in den kommenden Wochen erscheinen wird. Und weitere gute Nachrichten. Zwei neue Kapitäne. Konrad Helfrich, der bereits heimlich im letzten Update hinzugefügt wurde, und Stig Hansen Eriksen gesellen sich zur Jerski Swerski und verstecken sich in den gewöhnlichen Kapitänskisten. Jeder der drei paneuropäischen Kapitäne ist außerdem für 900.000 globale EP im Shop verfügbar. Ja, hier, Konrad Helfrich, habe ich euch ja schon gezeigt gehabt, ist euer universaler paneuropäischer Kapitän. Das bedeutet, dass ihr ihn bekommt, sobald ihr euer erstes entsprechendes Schiff erwerbt. Sei es die Stufe 1 Grift oder einer der Zerstörer aus dem Vorabzugang. Oder ihr habt ihn vielleicht schon. Stig Hansen Eriksson.
Das ist der Hersteller von den Handys, ne? Manche sagen, seine Torpedos widersprechen den physikalischen Gesetzen. Andere behaupten, er habe noch nie in seinem Leben einen Nebelwand erzeugt. Wir wissen nur, dass er Stig Hansen Ericsson heißt. Wenn ihr alles über die neuen Schiffe und Kapitäne erfahren wollt, bleibt dran. Wir werden das Thema nächste Woche in einem besonderen Beitrag behandeln. So, wir gucken mal hier. Basisfähigkeit haben wir eine verbesserte Nachladezeit des Motorboosts. Finde ich ziemlich gut. Torpedoschaden brauchen wir nicht schon wieder. Also ich verstehe, Wargaming versteht einfach nicht, dass das Problem nicht die Schiffe an sich immer selber sind, sondern immer die Kapitäne. Weil wir immer nur Kapitäne bekommen, die immer nur die offensiven Sachen verbessern, anstatt mal defensive Sachen zu verbessern. Und das macht natürlich dann Schiffe zu absoluten OP-Monstern. Und deswegen, ich halte von solchen Sachen einfach nichts. Lass doch den Blödsinn raus. Das mit dem Motorboost finde ich sehr fair. Torpedoschatten als Basisfähigkeit finde ich schon wieder bescheiden, weil man kann sie ja natürlich dann auch wieder bei den Japanern benutzen, damit die Japaner noch mehr Schadensoutbreak bekommen. Das ist völlig absurd. Also das ist wieder so eine Sache, wo Wargaming einfach nicht mitdenkt. Und das nervt mich langsam. Finde ich wirklich, wirklich sehr bescheiden. Es hätte da auch hier Nachladezeit Motorboost definitiv gereicht, oder? Mal ganz ehrlich. Verstehe ich nicht. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Das hatten wir schon. Feldzug zurück zur Belfast. Ja, Freunde. Die Belfast 43 ist die Stufe 7 Version eines Kreuzers, wie ihr ihn kennt und liebt. Mit AP und Sprenggranaten und einer fast amerikanischen Ballistik. Aber sie ist jetzt mit zwei Trainingstorpedowerfern ausgestattet. Yeah! Das ist der Grund, Freunde, wieso ihr euch diese Belfast 43 direkt kaufen solltet. Kauft euch bitte nicht nur die Admiralitätsunterstützung. Kauft euch diesen direkten Feldzug, denn das ist ein Schnäppchen. Es ist die Belfast 43. Das braucht ihr unbedingt. Das ist das, was die Community gewollt hat. Und Wargaming erfüllt uns diesen Wunsch. Wahnsinn. Geil, ja. Ihr merkt schon, was ich so ein bisschen von dem Feldzug halte. Sie verfügt außerdem über eine beneidenswerte Ausstattung an Verbrauchsmaterialien wie Nebelerzeuger, Radar und Sonar, die alle gleichzeitig verfügbar sind. Wenn ihr mehr über dieses Schiff erfahren wollt, solltet ihr euch die nächste Woche erscheinende Ausgabe der Blick durch das Fernrohr nicht entgehen lassen. Der Rahmen des Feldzugs ist euch sicherlich bekannt. 100 Meilensteine in 5 Wochen mit aktiver Aufholfunktion. Und wenn ihr eine Herausforderung sucht, gibt es auch eine wöchentliche Reihe von Hardmodus-Aufträgen. Schauen wir uns die Belohnungen an. Ja, bevor wir uns jetzt die Belohnungen angucken, Freunde, gehen wir jetzt mal auf die Belfast ein. Also, ihr wisst ja, ich habe mich ja immer wieder auch dazu geäußert, dass ich mir persönlich mehr britische Feldzüge wünschen würde, aber nicht ein Schiff, was wir im Großen und Ganzen schon haben. Also, ganz ehrlich, Wargaming hat ja gestern ein Video veröffentlicht, wo auch so ein bisschen die Stats gezeigt wurden. Und im Großen und Ganzen ist sie eigentlich eine Edinburgh, ne? Eine etwas schlechtere Edinburgh. Und wir haben nicht die 30mm vorne am Bug. Wir haben nämlich nur 16mm. Das ist schon mal ein Riesenunterschied zu Edinburgh. Klar, wir haben Radar, Sonar und Nebel. Ne? Bei der Edinburgh muss man sich halt aussuchen, ob Radar oder Nebel. Aber trotzdem ist es eigentlich jetzt kein Schiff, was ich unbedingt brauche. Ich finde es echt ein bisschen enttäuschend, dass wir jetzt hier in der Belfast einfach nochmal ein bisschen aufgehübscht wurde. Kriegt jetzt noch Torpedowerfer dazu. Und fertig ist sie, Luzi. Wir haben ein neues Schiff und bringen das auf Stufe 7. Also das ist ein Schiff, das hätten sie doch einfach ins Büro schmeißen können. Oder mal ganz ehrlich, ich glaube, da wären wir auch alle zufrieden gewesen. Mein Gott, eine Belfast 43, cool, hat dann Torpedos. Aber als Feldzug brauche ich sie nicht wirklich. Bin ich ganz ehrlich und ja, ich freue mich ehrlich gesagt auch nicht auf das Schiff. Bin ich ehrlich. Obwohl ich die Belfast an sich immer ganz cool fand. Aber als Feldzug finde ich es ein bisschen daneben. Also als Büro hätte ich es total toll gefunden. Ne, das wäre mal wieder ein bisschen was gewesen, was man sich kostenlos hätte holen können. Und man bekommt halt ein Schiff, was man im Großen und Ganzen auch schon hat, nur dass es jetzt noch Torpedowerfer hat und auf Tier 7 kommt, was sich dann auch mit legendär rumschlagen kann. Die legendären Kreuzer, die werden sich auf jeden Fall auf die Belfast freuen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ist jetzt wie gesagt kein Schiff, worauf ich mich jetzt richtig gefreut hätte. Ich hätte es geiler gefunden, wenn sie die Repulse gebracht hätten, schön auf Tier 6, mal ein schöner Tier 6 Feldzug, dass mal wieder ein bisschen Abwechslung kommt. Immer nur Tier 7 Feldzüge finde ich persönlich wirklich, wirklich langweilig. Früher hatten wir ja mal ein T6-Schiff oder halt auch mal in den Feldzügen halt noch ein Schiff mit dabei. Ja, das haben wir hier leider, leider nicht mehr. So, kommen wir mal zu den Belohnungen. Verfügbare Belohnung ohne Admiralitätsunterstützung, 60 einfache Booster, 12 Tarnung Typ 1, Typ 2, Typ 3. Ich verstehe nicht, warum das immer so schnell geht.
Achttarnung Europa. Da bin ich mal gespannt drauf, weil die kennen wir ja noch nicht. 262.500 Kapitäns-EP, 900.000 Credit-Punkte, 8.000 globale EP, 14 Beförderungsbefehle, ein Abzeichen, eine Auszeichnung, 8 Tage Premium-Spielzeit, 9 Kisten paneuropäische Zerstörer, eine große Kiste paneuropäische Zerstörer, eine Kiste Kapitänskiste, ein Aufnäher-Hintergrund, ein Aufnäher-Symbol, Gesamtwert 17.635 Duplonen. Jetzt natürlich zusätzlich, wenn ihr die 2.500 Duplonen investiert, 60 seltene Booster, 20 Typ 1, Typ 2, Typ 3 Tarnung, 21 Europa-Tarnung, 137.500 Kapitäns-EP, 2,3 Millionen Creditpunkte, ich runde mal auf oder ab, 27.500 globale EP, 26 Beförderungsbefehle, 3 Abzeichen, 3 Auszeichnungen, 57 Dublonen, 6 Kisten paneuropäische Zerstörer, 4 große Kisten paneuropäische Zerstörer und natürlich die wunderbare Belfast 43. Ich hoffe, es kommt auch bald mal eine Tirpitz 41 ohne Torpedowerfer. Das wäre doch mal so eine kleine Marketingstrategie, Wargaming. Überlegt's euch mal. So, dann, ja, wie gesagt, Gesamtwert 71.530 Dublonen. Da der Feldzug 100 Meilensteine hat, kostet er euch 27.250 Dublonen, wenn ihr alles sofort haben wollt. Die vollständige Aufschlüsselung der Aufträge des Feldzugs wird am Montag, dem 16. März, in einem eigenen Blogbeitrag veröffentlicht. Azulane und Godzilla vs. Kong sind wieder da. Feiert Kapitäne, die Inhalte der Azulane-Kollaboration sowie die Godzilla vs. Kong-Kollaboration werden wieder verfügbar sein. Die Inhalte beider Kollaborationen kommen vollständig zurück, mit Ausnahme von Azulane Atago. Also die Azulane Atago-Kapitänin wird nicht kommen. Ich vermute mal, dass Wargaming so langsam realisiert hat, dass die liebe Dame etwas zu stark ist. Tja, das kommt natürlich davon, wenn man immer meint, yo, wir hauen bei den ganzen Kollaborationssachen immer mal wieder Kapitäne rein, die einfach nochmal alles übertreiben müssen, damit wir natürlich schön ein bisschen was in die eigene Tasche stecken können. Ja, jetzt haben sie die Quittung dafür bekommen, wahrscheinlich selbst gemerkt, dass die Kollegin halt viel, viel zu stark ist und lassen sie jetzt raus. Finde ich wirklich gut, dass sie die rauslassen. Vielleicht sollten sie doch so langsam mal an einen Rework der Kapitäne denken, dass das Balancing alles mal wieder so in Waage kommt, wie ich das immer so schön sage. Die Azulane-Sammlung wird von Schiffen wie der Baltimore, Queen Elizabeth, Graf Spee und anderen angeführt. Die Godzilla-Kong-Inhalte sind bis zum 6. Juni erhältlich. Die Azulane-Inhalte sind vom 30. Mai bis zum 20. Juni erhältlich. Ja, Freunde, könnt ihr euch auf jeden Fall wieder hier auf die King Kong-Sachen freuen. Die waren absoluter Müll, kann ich nicht anders sagen. Spart euch das Geld. Bei Azulane würde ich auf jeden Fall mal reingucken, gerade was die Kapitäne angeht. Ne? Nelson würde ich mir holen, die Dunkirk würde ich mir holen. Das sind auf jeden Fall zwei Kapitäne, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn machen. Gut, gehen wir mal weiter. Auktion betreten. Ja, Freunde, und das ist so eine Sache, die macht mich wahnsinnig. Die macht mich richtig, richtig sauer, aber ich würde sagen, wir lesen erstmal durch und dann gehen wir auf jeden Fall mal auf dieses wundervolle Ideechen von Wargaming ein. Die erste Version des neuen Features ist da. Es funktioniert so, ihr gebt ein Gebot für einen Artikel ab, jeder mit einer begrenzten Anzahl und erhaltet entweder den Zuschlag und den Artikel oder euer Gebot zurück, wenn ihr verliert. Vorerst werden die Gebote mit Dublonen und Credit-Punkte abgegeben, je nachdem, um welchen Artikel es sich handelt. In diesen Updates sind die Auktionen vom 2. Juni bis zum 6. Juni aktiv. Bitte testet das Feature für uns und schickt uns euer Feedback. Schaut auf jeden Fall in unserem Blog vorbei. Ein eigener Beitrag über die Auktion, einschließlich der vollständigen Regeln und der exklusiven Posten, die dieses Mal zur Verfügung stehen werden, folgt bald. So. Ja. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Ich halte davon überhaupt nichts. Ne? Also wir spielen hier ein Spiel und wir sind hier nicht bei eBay und wollen hier irgendwelche Sachen ersteigern. Ich finde das nicht gut, weil jetzt kommen vielleicht irgendwelche exklusiven Sachen. Nehmen wir jetzt einfach mal ein exklusives Schiff. Zum Beispiel jetzt mal Friedrich der Große zum Beispiel. Nehmen wir mal Friedrich den Großen, den hauen sie da rein und, keine Ahnung, das Startgebot sind vielleicht 6.000 Dublonen oder was und die Leute bieten wie die Bekloppten. Ihr kennt das bei eBay ja auch, ne, gerade hier neue Konsolen und sowas und die bieten wie die Bekloppten. Da macht sich natürlich einer natürlich schön die Sachen voll. Wargaming wird davon auf jeden Fall extrem profitieren und ihr werdet hundertprozentig meistens deutlich, ja, wie soll ich sagen, ihr werdet Sachen ersteigern, die wahrscheinlich von dem Wert her deutlich überschritten werden. Also der Preis ist deutlich höher als der Wert von den Sachen selbst. Und ich halte davon gar nichts. Wir sind hier bei einem Spiel, was ab 12 Jahre ist. Und Wargaming interessiert sich hier anscheinend für neue Mechaniken, die
wo ihr noch mehr Geld ausgeben könnt, anstatt vielleicht mal für die Sachen sich mehr zu interessieren, wie zum Beispiel Clan-Gefechte, die sich sehr, sehr lange gewünscht werden, für den Trainingsraum, vielleicht für neue Karten. Nein, Wargaming sagt sich, ey, dafür haben wir alles keine Zeit, wir brauchen sowas hier wie ein Auktionshaus, wo ihr halt schön Geld in die Tonne kloppen könnt und euch Sachen kaufen könnt, die dann meist wahrscheinlich hundertprozentig überteuert angeboten werden. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich finde nach wie vor, sowas hat in einem Spiel nichts zu suchen. Wie gesagt, wir sind hier nicht bei eBay. Wenn ich irgendwas kaufen will, dann gehe ich bei eBay, ersteigere mir da was oder bei Amazon oder was auch immer. Aber ich will sowas doch nicht in einem Spiel haben. Und erst recht nicht in einem Spiel, was ab 12 Jahren ist. Also hier gibt es auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach unten. Und Wargaming wird auch hier ein ziemlich krasses Feedback von mir bekommen. Das kann ich euch garantieren. Ich würde euch empfehlen, oder mich interessiert erstmal eure Meinung, was ihr davon haltet. Schreibt das bitte gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr das genauso sehen solltet wie ich, dann schreibt bitte Feedback, Freunde. Geht auf den offiziellen Discord, schreibt euer Feedback, schreibt wirklich rein, was ihr davon haltet. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel das toll findet, dann schreibt das natürlich gerne auch, damit Wargaming merkt, hey, okay, die Leute finden das geil, okay, die Leute finden das eventuell blöd. Kommen wird das definitiv, da bin ich mir eigentlich schon mal ziemlich sicher. Gut, 3 Arena-Seasons. Die Arena feiert in diesem Update mit 3 Seasons eine starke Rückkehr. Die Wettrüsten-Boni sind auch wieder dabei. Und das ist für mich schon wieder so ein schönes, ja, ein schöner Grund, warum ich die Arena nicht mehr spielen werde. Mit Ausnahme des Bonus, dass die TP wiederhergestellt. So wie ihr es euch gewünscht habt. Ah, okay, dann könnte man sich eventuell mal angucken. Also, Arena ohne Heal finde ich schon mal sehr, sehr gut. Davon abgesehen gibt es keine Änderungen und keine Flugzeugträger. Schnallt euch an und zeigt, wer der Beste ist. Weitere Informationen kommen in einen besonderen Beitrag in der nächsten Woche, der alles über die Arena-Season aufschlüsselt. Neue Schiffe in diesem Update. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, das sind Schiffe, da freue ich mich echt drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Japanische Stufe 4 Premium-Schlachtschiff Miyogi. Finde ich richtig cool. Sieht total geil aus. Habe ich richtig Bock drauf. Hat allerdings, wenn ich das richtig sehe, nur 3 Hauptgeschütze. Da bin ich mal sehr gespannt. Hat hier die 356er. Na, ich bin mal sehr gespannt. Miyogi basiert auf Projekt B40, einem Vorgänger des Designs der Kongo-Klasse. 6 leistungsstarke 356er Geschütze, 246, jawohl. Von denen 2 am Heck angebracht sind, machen Miyogi zu einem harten Brocken für alle Gegner. Außerdem ist sie recht schnell und verfügt für ihre Stufe über eine ordentliche Anzahl Flugabwehr- und Sekundärgeschütze. Dann das nächste Schiffchen, die paneuropäische Stufe 6 Premium-Zerstörer Öland. Öl, Freunde, Öl braucht jeder momentan, ne? Ist ja momentan ausverkauft. Jeder sollte Öl daheim haben, schön Sonnenblumenöl, falls man sich mal hier Pommes frittieren will oder sowas. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich das mal mit Olivenöl mache. Das muss bestimmt auch ganz geil sein. Egal, also die Öland-Stufe 6 kommt als Typschiff ihrer Klasse. Von der 4er Zerstörer geplant und 2 gebaut worden, wurde die Öland mit Blick auf die Lehren aus den Seegefechten des Zweiten Weltkriegs konstruiert. Sie wurde zum größten Zerstörer der schwedischen Marine und war zusammen mit ihrem Schwesterschiff bis 1979 im Einsatz. Dieser paneuropäische schnellschießende Zerstörer mit starker Flugabwehr, die durch defensives Flakfeuer weiter verstärkt wird, ist keine Niete. Wenn man dann noch die Reparaturmannschaft und leistungsstarke Torpedos dazukommen, hat man einen Spitzenkandidaten. Aber Vorsicht, es hat keinen Nebelerzeuger dabei. Valencing-Änderung. Ja, also Freunde, ne? Das sind wirklich 2 Schiffe, da freue ich mich drauf. Deutlich mehr als auf den Feldzug, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin wirklich mal auf die, den neuen Zerstörerzweig bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass sie nicht zu stark werden. Da habe ich echt ein bisschen Schiss. Weil ihr wisst, Balancing, das ist natürlich nicht so Wargamings Stärken, ne? Das ist, ja, ich habe da ein bisschen Angst. Mit diesem Update gibt es zwar keine unmittelbaren Änderungen an der Spielbalance, weil wir müssen natürlich unsere Ressourcen für das Auktion ausopfern, ne? Deswegen können wir jetzt hier keine Balancing-Änderungen machen. Aber in unserem Dev-Blog könnt ihr euch über einige der kommenden Änderungen informieren. Allerdings wartet eine recht große Überraschung auf euch. Bleibt dran. Shop-Update, das ist ganz wichtig. Skins und permanent Tarnung sowie Sprachausgaben für Kapitäne und Kapitänsoutfit können jetzt vor dem Kauf im Shop getestet werden. Außerdem wurde eine kleinere Verbesserung an der Benutzeroberfläche vorgenommen, um die Bedienung zu vereinfachen. Das finde ich wirklich cool, dass man wirklich sich die Sprachausgaben mal anschauen kann und was die Kapitänsoutfits zu machen. Das finde ich wirklich, wirklich geil. Und Permanenttarnung, dass man die sich auch sofort angucken kann. Das war so eine Sache, die einfach wirklich gefehlt hat. Man möchte sich natürlich auch erstmal so eine Tarnung angucken, bevor man sie sich kauft. Das hat wirklich gefehlt. Also hier gibt's auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben.
Fehlerbehebung. Hier muss ich natürlich wieder dazu sagen, ich habe die Handyversion gleich wieder gelöscht, weil ihr wisst, ich halte davon gar nichts und ich werde das auch nicht supporten, deswegen habe ich das gleich wieder rausgehauen. Konsolenversion. Schussmodelle im Gefechten können, Schussmodelle im Gefecht konnten manchmal als niedrige Pilogon-Version geladen werden, wenn die Verbindung nach einer Verbindungsabbruch wiederhergestellt wurde. Keine Ahnung. Wenn ihr mit den oberen Tasten des Controllers zwischen den Segmenten des Büros navigiert, konnte es vorkommen, dass beim Zurückgehen zur Projektübersicht das falsche Segment im Fokus war. Kollisionswarnanzeige, die mit einer Verzögerung warnt. Ja, manchmal warnt sie auch einfach viel, viel zu früh. Die Barbettenpanzerung der Piotr Bagration war in der Panzerungsansicht falsch. Ach so, komisch. Das hatte ich nämlich gleich damals kritisiert, wo die Bagration rauskam. Ne? Wenn ihr jetzt, müsst ihr jetzt aktuell mal gucken. Geht mal auf das Panzerungslayout. Da seht ihr, dass die Türme, also die Barbetten, in der Luft hängen. Und da wurde mir tatsächlich gesagt, das muss so. Und dann habe ich ein Bild von der PC-Version geholt und die hatten das nämlich nicht. Ja. Und gut, dass es ändern. Wirklich bin ich froh, dass es ändern. Flint berücksichtigt nun korrekt alle Reichweitenmodifikatoren. Einige Monate lang war sie aufgrund eines Fehlers hart auf 16,3 Kilometer begrenzt. Ist mir nie aufgefallen. Gut, ich fahre sie aber auch sehr selten. In einem seltenen Fall verschwanden die Fadenkreuze zu Beginn von Gefechten, wenn Spieler die Übersichtskamera und die taktische Karte während des Countdowns verwendeten. Ist mir persönlich auch noch nie passiert. Weiteres. Für PlayStation 5 wurde Race Trace Schatten hinzugefügt, die in den Spieleinstellungen aktiviert werden können. Finde ich sehr cool. Farbige Geschossspuren können jetzt durch Umschalten des Parameters dekorativ in den Anpassungseinstellungen deaktiviert werden. Schade. Jetzt kann Harry seine bunten Geschossspuren ausstellen. Finde ich sehr, sehr schade. Nein, finde ich cool, dass wir das jetzt endlich reingemacht haben. Viele von euch haben sich ja beschwert, dass es den Blödsinn nicht ausstellbar gibt. Und ich fand die immer ganz cool. Aber trotzdem, wenn natürlich viele sowas haben, ist das schon sehr irritierend. Neues Sonar-Symbol. Wenn gegnerische Schiffe hinter einem Hügel oder einer Insel aus Sonar benutzen, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Das heißt, ihr könnt jetzt effektiver zwischen Sonar- und Radarerfassung unterscheiden. Das finde ich auch sehr gut. Das habe ich auch schon lange kritisiert, beziehungsweise den Wunsch geäußert, dass man da verschiedene Symbole hat, damit man weiß, alles klar, ist das jetzt Radar oder ist es eben Sonar. Eine besondere Herausforderung für neue Spieler. Demo-Gefecht ist jetzt verfügbar. Die Bedingungen sind wie folgt. Ihr könnt bis zu zwei Partien mit den Schiffstypen Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger spielen, die ihr noch nicht öfter als einmal gespielt habt. Diese Gegner sind nur KI, sodass man auf so sichere Art und Weise neue Dinge ausprobieren kann. Das finde ich schon mal cool. Es geht ja schon mal so langsam Richtung Trainingsraum. Booster und Tarnung werden nicht verbraucht, aber ihr bekommt trotzdem eure EP, außer dass es nur 20% von dem sind, was ihr bekommen würdet, wenn ihr stattdessen Standardgefecht spielen würdet. Das finde ich echt cool, aber das scheint nur für Neulinge zu sein, oder? Für neuere Spieler. Wir müssen das mal, also ich werde das wahrscheinlich gar nicht testen können, weil ich ja die Schiffe alle besitze. Okay, vielleicht mit den europäischen Zerstörern. Das können wir uns auf jeden Fall im Update-Stream mal in Ruhe anschauen. Die Schiffsmarkierungen wurden verbessert. Markierungen, die außer Reichweite sind, sind jetzt halbtransparent, sowohl für die Hauptbatterie als auch für Torpedos. Flugzeugträger und die Markierungen ihrer Staffeln sind immer undurchsichtig. Was? Immer undurchsichtig. Dasselbe gilt für alle Markierungen im Zuschauermodus und fokussierte Markierungen. Der große TP-Balken der fokussierten Markierung blinkt nun, wenn er Schaden erhält. Ein kleiner TP-Balken wurde für unscharfe Markierungen hinzugefügt. Mit diesem Update führen wir zwei neue Schiffseigenschaften ein. Der amerikanische Stufe 6 Premium-Zerstörer Kit tauscht flinkes Zielen gegen heilendes Verbrauchsmaterial. Die zweite ist langsame Torpedos, die bei zukünftigen Schiffen zum Einsatz kommen wird. Bereitet euch auf den Sommer vor und bringt das Glück auf eure Seite. Ja, Freunde, das waren die Patch Notes. Was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen sind sie wirklich in Ordnung. Es sind wirklich viele schöne Sachen dabei. Ja, Belfast 43 ist ein Schiff, was ich nicht brauche. Ich finde es echt ein bisschen enttäuschend, dass das ein Feldzug wird. Als Büro hätte ich gesagt, okay, coole Sache. Aber als Feldzug, ganz ehrlich, aber wir wollen mal abwarten, wie sie sich spielen lässt. Vielleicht wird sie uns ja alle positiv überraschen, was ich ehrlicherweise nicht wirklich glaube. Sie hat ja sogar eine schlechtere Nachladezeit als die Edinburgh. Ja, den größten Kritikpunkt habe ich eigentlich nur auf diese Auktionssache, weil ich finde es einfach total bescheuert, dass man sowas jetzt in das Spiel bringen muss, obwohl wir noch so viele Baustellen haben und einfach auch so viele wichtigere Sachen, ne, wie Klagengefechte, Trainingsräume, neue Karten, Trainingsräume, gerade Trainingsräume finde ich persönlich mal wichtig, dass man wieder ein bisschen mehr Abwechslung in das Spiel kommt.
Und halt Balancing. Das sind so solche großen Themen, die sich normalerweise Wargaming ganz oben auf die Tafel schreiben sollte. Und nicht ganz oben, oh, wir brauchen einen Auktionsraum. Das ist genau das, was die Leute brauchen. Also ich finde das völlig bescheuert und ich halte davon überhaupt nichts. Ich finde, solche Sachen haben in einem Spiel nichts zu suchen. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das natürlich absolut in Ordnung. Ja, Freunde, dann sehen wir uns Montag circa 18 Uhr in einem Update-Stream wieder. Bis dahin, euer Adlerwach. Und schreibt natürlich unten rein, was ihr von dem Patch Notes haltet. Bis dahin, ciao!